Entschuldigung. Bitte, bitte. Ich habe mich verspätet. Wissen Sie, gewandert und gewandert und die Zeit vergessen. Ich sah die Gondel kommen, dachte, kriegst du sie noch? Ja, und im letzten Moment... Haben Sie sie gekriegt? Ja. Sind Sie auch zur Kur hier? Nein, nein, nein. Nur ein paar Tage Urlaub. Ich habe mir die Drachenflieger angesehen. Ah ja. Ich bin schon 6 Wochen hier in Kur. Mir gefällt's. Ich könnte mich dran gewöhnen, an das Leben ohne Arbeit. So morgens aufstehen, überlegen, was machst du heute? Beneidenswert. Ja, das kann man wohl sagen. Ich beneide mich selber. Gehen Sie auch rüber nach Visé? Ja, das hatte ich vorher. Ja, ich auch. Ich will mir das Kurkonzert anhören. Gutes Orchester da, haben Sie schon gehört? Nee, nee, ich bin gestern erst gekommen. Das dürfen Sie nicht versäumen. Wissen Sie, ich habe mir früher nicht viel gemacht aus diesen Freiluftkonzerten. Kurkonzert, geschüttelt hat mich. Und jetzt sitze ich selber da und ich genieße, strecke die Beine weg und freue mich. Kann man nur gratulieren, was? Ja. Ja, das können Sie. Ich bin in einer gewissen Beziehung ein Glückspilz. Bei der Kriminalpolizei? Na, Sie haben mich nach meinem Beruf gefragt. Kein Grund zu erschrecken. Oh, ich erschrecke mich. Nein, nein, ich finde es sehr interessant. Kommen Sie, wir sitzen noch raus, bis die Talgondel abfährt. Ja, gern. Was ist denn so interessant daran? Na, der Beruf. Ich habe noch nie einen Polizeibeamten kennengelernt. Privat meine ich. Ja. Dienstlich schon. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Wollen wir nicht darüber reden? Ich bin ein berüchtigter Schnellfahrer. Und Gelb reizt mich. Das Gelb an der Ampel. Ja, ja, ich verstehe schon. Was machen Sie denn bei der Polizei? Oh. Sind Sie vielleicht bei der Mordkommission? Nein. Tatsächlich. Da läuft es einem ja kalt über den Rücken. Aber wieso denn? Das ist ein Beruf wie jeder andere auch. Bei der Mordkommission. Na, Sie werden was erzählen können. Und die Arbeit geht Ihnen nicht aus, was? Soll ich Ihnen sagen, woher das kommt? Mord wird fast alltäglich. Mein Eindruck, dass nämlich Mord immer mehr seinen Schrecken verliert. Könnte man das so sagen? Nein, das kann man ganz sicher nicht so sagen. Sind Sie davon überzeugt? Ja. Meine Meinung ist, dass die Geschichte, Zeitgeschichte meine ich, unsere jüngste Geschichte, uns an Mord gewöhnt hat. So sehr gewöhnt hat, dass Mord einem als etwas, entschuldigen Sie den Ausdruck, als etwas ganz Normales vorkommt. Sehen Sie das nicht ein bisschen ähnlich? Nein, ganz und gar nicht. Mord bleibt nun mal das Schlimmste aller Verbrechen. Bleibt es, meinen Sie? Ja, meine ich. Da stimme ich Ihnen voll zu, ja. Bitte einsteigen zur Abfahrt in die Talstation. Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät zum Kurkonzert. Kommen Sie mit, Sie werden es nicht bereuen. 21 Guten Abend, Herr Grosser. Oh, guten Abend, Herr Derrick. Das ist eine Überraschung. Sie gehen auch ins Casino? Na, der kleine Beamte beguckt sich die große Welt. Gabi, schau mal, wer da ist. Hallo. Hallo, guten Abend. Ich hoffe, Sie haben Glück. Psst, wir dürfen es nicht beschreien, aber im Moment schon. Oh, im Moment, den ganzen Abend gewinnt sie schon, ich verliere. Oh. Ja. Wollen Sie vielleicht meinen Platz? Nein, 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 um Gottes Willen, nein. Dann haben Sie vielleicht jetzt Zeit und nehmen einen Drink mit ja, mir. Sehr gern. Gut. Bis gleich. Ich hätte Sie besucht. Vielleicht morgen schon. Sie sind eine aufregende Bekanntschaft für mich. Was nehmen Sie, einen Scotch? Mit Soda, ja. 2 Scotch mit Soda. Wie finden Sie sie? Hm? Ja. Oh, nett, sehr nett. Nett ist doch kein Ausdruck. Entschuldigen Sie, wenn ich das sage, ich finde das Mädchen faszinierend. Ah ja? Prost. Auf Ihr Wohl. Wo haben Sie sie kennengelernt? In einem Lokal, vor 3 Wochen. Sie saß da zusammen mit anderen Mädchen. Alle aus der Haushaltsschule. Sie fiel mir sofort auf. Und ich dachte, das wär's. So ein Mädchen müsste man haben. Wie alt schätzen Sie sie? 23. Richtig, 23. Ja, und ich bin 44. Und? Ja, das dachte ich auch. Warum nicht? Wissen Sie, mir hat es im Leben oft an Mut gefehlt. Vortreten, mich hervortun, das war nicht meine Sache. Ich hätte mir nie etwas zugetraut. Aber dann habe ich mir plötzlich ein Herz gefasst,
Ich bin hin und habe sie angesprochen. Ich habe es riskiert und ich bin froh darüber. Seitdem bin ich ein anderer Mensch geworden und habe auch eine andere Position eingenommen. Zu Recht oder Unrecht? Na, das müssen Sie mir erklären. Ah, jetzt wird der Polizist in Ihnen wach. Nein, 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 keine Angst. Ich meine nur, ein Mann in meinem Alter und ein so junges Mädchen. Ist das richtig? Nicht richtig? So gesehen kam ich darauf, dass richtig oder nicht richtig möglicherweise keine festen Größen sind. Dass es Rechtfertigungen gibt, von denen wir keine Ahnung haben. Oder wie geht es bei Ihnen, bei der Mordkommission? Ist das alles völlig unproblematisch? Sehen Sie, das möchte ich gerne wissen. Was möchten Sie gerne wissen? Hassen Sie Mörder? Albert? Du, stell dir vor, ich habe alles verspielt. Ich habe einfach zu viel riskiert. Ach, was? Spielen heißt riskieren. Ob man gewinnt oder verliert. Hier, mein Liebling, alles für dich. Wir so. Hinterher. Du bist ein Schatz. Ich liebe dieses Mädchen. Sie fragten mich, ob ich Mörder hasse. Vergessen Sie es. Ist unwichtig. Ja, ich komm doch schon. Hotel Tannenholz, Rezeption. Was ist los? Ja, reden Sie doch deutlicher. Ja, ich konnte Sie doch beim besten Willen nicht verstehen. Hören Sie doch. Ja, jetzt habe ich Sie verstanden. Ja, da kommt er gerade. Einen Moment einmal. Herr Derrick, ein Telefongespräch für Sie, weil Sie entweder krankert hat oder ein Betrunkener. Derrick? Hallo. Wer ist denn da? Grosser. Herr Grosser? Was ist denn passiert? Hallo? Hallo, Herr Grosser, was ist denn mit Ihnen? Er meldet sich nicht mehr. Ja, vielleicht ist die Leitung... Nein, nein, die Verbindung besteht. Er antwortet nicht mehr. Hallo, Herr Grosser! Da muss was passiert sein. Ja, soll ich die Polizei anrufen? Ich weiß ja nicht mal, wo er wohnt. Sagen Sie, gibt es hier eine Fachschule, Haushaltsschule oder sowas? Na, wo finde ich die? Können Sie mir das beschreiben? Ja, wenn Sie jetzt rausgehen, gleich links, nein, rechts. Und dann geht's geradeaus und dann kommt der Dings, ein Eck und dann... Komm noch ein Eck. Und, ich find's schon. So. Was soll denn diese Klingelei? Sie wecken ja das ganze Haus auf. Hasso, ruhig! Entschuldigen Sie bitte, ich weiß, dass es sehr spät ist. Hier ist mein Ausweis. Kann ich bitte Fräulein Gabriele vorsprechen? Kriminalpolizei? Ja, die ist nicht da, die ist nach Wiese gefahren. Ich bin nicht dienstlich hier, ich wollte mich nur ausweisen. Ich müsste dringend von Voss sprechen. Das könnte sie sein. Mhm. Hallo, Herr Derrick. Was gibt's denn? Herr Grosser hat mich gerade angerufen. Er war kaum zu verstehen. Dann wurde das Gespräch unterbrochen, er antwortete nicht mehr. Aber ich komme doch gerade von ihm. Kommen Sie. Ja. Sie wissen noch, in welchem Hotel er ist. Ja, oben in der Pension Reuter am Berg. Es muss irgendwas passiert sein. Aber ich verstehe das nicht. Er war doch vollkommen in Ordnung. Kommen Sie, steigen Sie ein. Ich fahre noch mal schnell weg. Ich bitte noch mal um Entschuldigung. Repo München? Ja, was ist passiert? Ein Mann ist erschossen worden, als er die Fenster zumachen wollte. Schon jemand da? Ja, der Arzt und ein Kollege von mir. Sie sind oben. Kann ich mal rein? Ja, natürlich, aber... Sie gehört zu mir. Wo ist das Zimmer, bitte? Im ersten Stock. Danke. Bitte, meine Herrschaften, gehen Sie doch vorläufig auf Ihr Zimmer. Er hat eine Schusswunde auf der rechten Brustseite. Dass der Mann noch die Kraft gehabt hat, sich zum Telefon zu schleppen, ist ein Wunder. Wenn der Kollege aus Miesbach kommt, ich bin unten, ich warte auf ihn. Ja, ich sage Bescheid. Wir haben uns vor dem Casino getrennt. Ich wurde mit meinem Wagen weg und Sie beide, Sie gingen sicher zu Fuß. Ja, es ist ja nicht weit von hier. Gingen Sie mit ihm hierher? Tja, sind natürlich mit reingegangen. Ja, zum Telefonieren. Hat mir ein Taxi besorgt. Es kam 3 Minuten später und hat mich noch zum Wagen begleitet und winkte mir nach. Wie lange kennen Sie ihn denn? Ach mein Gott, 3 Wochen.
Entschuldigen Sie bitte, aber das Kleid, das Sie da tragen, das... Hat er bezahlt. Darf ich mal? Auch von ihm. Teuer, hm? Ich war nicht dabei, als er ihn gekauft hat. Er passte nicht, er musste enger gemacht werden und wir sind dann zum Juwelier gegangen. Und der hat Albert ungeheuer respektvoll behandelt. Herr Gosse hat Sie geliebt. Ja, ich glaube. Sie wissen es nicht genau? Ach mein, genau. Ja, Sie haben jedenfalls seit 3 Wochen ein intimes Verhältnis mit Herrn Gosse. Ja. Ja, dann müssten Sie einiges über ihn wissen. Wo er herkommt, was er tut, seine Verhältnisse, seine Ansichten, seine Familienumstände. Natürlich weiß ich einiges von ihm. Wer könnte ihn erschossen haben? Ach mein Gott, in 3 Wochen erfährt man zwar vieles, aber doch nicht alles. Hat er zu Ihnen mal über Schwierigkeiten gesprochen, die er hat? Geschäftlich, persönlich? Nein. Im Gegenteil, er macht einen ganz besonders glücklichen Eindruck. Das müssen Sie doch auch beurteilen können. Ja, das ist richtig. Guten Abend. Sind Sie der Kollege aus München? Guten Abend, ja, mein Name ist Derek. Mir ist Generalaußenstelle Miesbach. Mein Kollege Fiedler. Guten Abend. Wie ich hörte, sind Sie so etwas wie Zeuge? Na, ich habe einen Gosse flüchtig gekannt. Die Dame ist... befreundet mit Herrn Gosse. Ich habe Herrn Gosse heute Morgen zufällig kennengelernt und war dann heute Abend... bis kurz vor seinem Tod mit ihm zusammen, so wie Fräulein Voss. Na, da können Sie uns ja was sagen. Um ein Haar könnte ich Ihnen sogar sagen, wer ihn erschossen hat. Gosse hat sich, schwer verletzt wie er war, noch ans Telefon geschleppt, um mich anzurufen. Entschuldigen Sie, warum gerade Sie? Er wusste, dass ich bei der Mordkommission bin. Hat er was gesagt? Nichts, was Rückschlüsse zulässt? Nichts, nein. Gerade noch seinen Namen und ächzen, stöhnen. Nichts mehr. Glauben Sie, dass er den Täter erkannt hat? Ja, das glaube ich. Ich bin sogar ziemlich sicher. Die Entfernung ist nicht sehr groß. Das Licht aus dem Fenster fällt direkt hier heraus. Also Gosse muss ihn erkannt haben. Sagen Sie, was sind das für ein Mädchen? Das sind Urlaubsfreunde. Sie kennen den seit 3 Wochen, Sie waren ziemlich oft zusammen. Wie sieht denn die aus? Ich meine, was hatten die an? Wir waren zusammen im Spielcasino. Ach so. Na, er mochte es, dass sie sich hübsch anzog. Ja. Gut, wir werden Sie gleich vernehmen. Besten Dank, Herr Kollege. Ja. Wenn wir irgendwelche Fragen haben, dann melden wir uns. Haben Sie was dagegen, wenn ich noch bleibe? Nein, wahrscheinlich werden wir sowieso zusammenarbeiten müssen. Der Tod ist aus München und der Täter möglicherweise auch. Mhm. Tut er Ihnen leid? Jetzt bin ich eine Stunde lang verhört worden, aber das hat mich noch keiner gefragt. Ja, tut mir leid. Wissen Sie, ich habe so einen Mann noch nie kennengelernt. So ängstlich und dann... Und dann wieder genau das Gegenteil. Ich denke so oft daran, wie ich ihn kennenlernte. Erzählen Sie mal. Ich sah ihn schon eine ganze Weile. Er starrte mich an, er fixierte mich. Es fiel allen auf. Da hast du einen Verehrer, Gabi. Wie der dich ansieht, der frisst dich ja förmlich. Da stand er plötzlich auf. Jetzt kommt er. Der hat was vor. Der sieht wild entschlossen aus. Jetzt geht er zum Angriff über. Er konnte nicht sprechen. Er brachte zuerst gar keinen Ton heraus. Verzeihen Sie, bitte. Entschuldigen Sie, dass ich... Dürfte ich Sie einen Augenblick sprechen? Mich? Ja, Sie... Nur einen Moment. Worüber wollen Sie mit mir sprechen? Ja, über... Nun...
Entschuldigen Sie. Verzeihen Sie. Ich wollte Sie nicht belästigen. Entschuldigung. Er lachte. Und da gefiel er mir plötzlich. In diesem Augenblick fühlte ich, was er für ein Mensch ist. Schwach, aber voller Humor. Ja. Kommen Sie, ich bringe Sie jetzt nach Hause. Das war alles ein bisschen viel für Sie heute. Frau Berger? Ja? Hier ist Besuch für Sie. Danke. Guten Morgen, Frau Berger. Fräulein Voss ist nicht da, die ist nach München. Nach München? Ich bin selbst überrascht. Du bist doch Schülerin hier, ist doch in der Ausbildung, nicht? Ja, für ein Jahr. Hat sie gesagt, was sie in München will? Nein, das hat sie nicht. Sie hat sich ganz überraschend entschlossen? Gestern jedenfalls wusste ich noch nichts davon. Frau Berger, ich habe eine Frage an Sie. Sagen Sie, was für ein Mädchen ist sie eigentlich? Was wollen Sie wissen? Na, Art, Wesen, Charakter. Nun, sie ist intelligent, das ganz bestimmt. Hm. Sie weiß, was sie will, sie hat ihre bestimmten Vorstellungen. Sie ist kein Hierertyp, kein Suchender. Vor allen Dingen ist sie kein Ratsucher. Für eine Schule dieser Art ist sie fast zu selbstständig. Ist das ein Nachteil? Es kann einer werden. Bitte. Danke. Sagen Sie, Gabriele ist doch nicht verwickelt in diesen Mordfall. Sie hat mir gestern Nacht noch erzählt, was passiert ist. Verwickelt? Nein. Sie wurde nur als Zeugin vernommen. Der Mann hat ihr wertvolle Geschenke gemacht. Ich weiß. Es spricht ja nicht gegen sie, dass er sie angenommen hat. Er konnte es sich sicher leisten. Ich finde es trotzdem nicht richtig. Was? Dass sie ihr Geschenke gemacht hat? Ja, sag einmal. Was willst du hören? Weißt du, wer eben angerufen hat? Miesbach. Ja, und es wurde dein Name erwähnt im Zusammenhang mit einem Mordfall. Ich weiß nicht. Ich habe gesagt, Sie müssen sich irren. Herr Derrick macht gerade ein paar Tage Urlaub. Und wenn Sie dem jetzt mit einem Mordfall kommen, dann läuft er so schnell in seine Beine tragen. Jetzt bist du hier? Was ist denn los? Erkläre ich dir alles. Eins nach dem anderen. Ein Hauptkommissar Miers aus Miesbach will dich sprechen. Kommt er her? Was heißt, kommt er her? Er ist schon unterwegs. Das sind die Vernehmungsprotokolle. Sie sagen nicht viel aus. Es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass der Täter aus Wiese stammt. Alles deutet vielmehr darauf hin, dass der Mord und sein Motiv im Privatleben des Toten zu suchen ist. Also hier in München? Ja. Seine Adresse dabei? Ja, hier ist sie. Er ist unverheiratet. Als Beruf ist Kaufmann angegeben. Eine vage Bezeichnung. Was für ein Kaufmann ist er? Angestellt, selbstständig? Angestellt. Das war schwer zu glauben. Im Spielcasino hat er mit Geld nur so um sich geworfen. Vielleicht hat er irgendwelche Unterschlagungen gemacht. Möglich. Manches, was er gesagt oder getan hat, bekommt im Nachhinein eine gewisse Bedeutung. Als ich ihm auf seine Frage zum Beispiel bestätigte, dass ich bei der Mordkommission bin, da starrte er mich ganz erschrocken an und sagte, da läuft's einem ja kalt über den Rücken. Muss nichts bedeuten. Ja, das muss nicht. Das kann aber. Sein Erschrecken jedenfalls war ganz ungewöhnlich. Vielleicht ist Erschrecken auch zu viel gesagt. Erstaunen wäre besser. Erstaunen? Für das er gar keinen Grund hat. Nein, persönlichen Grund. Und dann sagte er Sachen wie, Mord wird fast alltäglich. Mein Eindruck ist, dass Mord immer mehr seinen Schrecken verliert, dass uns unsere jüngste Geschichte an Mord gewöhnt hat. So sehr gewöhnt hat, dass Mord einem fast schon als etwas Normales vorkommt. Als etwas Normales? Ja, als etwas Normales. Das hört sich allerdings merkwürdig an. Merkwürdig ist auch Folgendes. Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege. Das richtig oder nicht richtig keine festen Größen sind. Und dass es Rechtfertigungen gibt, von denen wir keine Ahnung haben. Kann es sein, dass der eine Macke hatte? Ja, kann das Mögliche sein. Was hältst du denn davon? Jemand stellt dir ohne jede Vorwarnung ganz direkt die Frage, hassen Sie Mörder? Ich sehe da keinen Zusammenhang. Ich sah ihn auch nicht, aber es ist, als bekommt das plötzlich alles einen Sinn, jetzt wo der Mann tot ist. Guten Tag. Guten Tag.
Wohnt hier Herr Grosser? Ja, Herr Grosser wohnt hier. Aber er ist nicht zu Hause, er ist zur Kur nach Wissing. Wer sind Sie bitte? Die Hausärztin. Von Herrn Grosser? Nein, von Herrn Dorf. Herr Grosser wohnt hier im Hause seines Schwagers. Können wir Herrn Dorf sprechen? Bitte, wer sind Sie überhaupt? Kriminalpolizei. Herr Dorf ist im Büro. Können wir mit ihm telefonieren? Ja, bitte. Kommen Sie herein. Danke. Hallo? Firma Dorf und Co. Kann ich bitte mit Herrn Dorf sprechen? Tut mir leid, ich darf im Moment nicht durchstellen. Herr Dorf möchte nicht gestört werden. Mein Name ist Derek, Kriminalpolizei. Tut mir leid, Herr Dorf hat gesagt, keine Gespräche. Hallo? Sie darf im Moment nicht durchstellen. Wer war denn da im Apparat? Frau Schönheits. Ist sie immer so ängstlich? Sie will wohl keinen Fehler machen. Können Sie mir nicht sagen, worum es geht? Doch. Herr Grosser ist gestern Nacht ermordet worden. Ermordet? Der wurde erschossen in seiner Pension in Bad Wiessee. Ja, was ist denn, Frau Kages? Albert ist tot. Er ist in Wiese erschossen worden. Ermordet worden. Die Herren sind von der Polizei. Guten Tag. Tag. Albert? Ermordet? Ich hab's eben selber gehört. Weiß es mein Mann schon? Ich habe versucht, mit ihm zu telefonieren. Er muss im Büro sein. Seine Sekretärin wollte mich nicht verbinden. Wieso denn? Haben Sie nicht gesagt, worum es sich handelt? Ich wollte es ihm sagen, nicht seiner Sekretärin. Kommen Sie. Guten Tag, Frau Schönheits. Guten Tag, Frau Dörr. Ist mein Mann in seinem Büro? Ja, aber er hat Besuch. Er möchte nicht gestört werden. Frau Schönheits, würden Sie bitte für Frau Voss sein. Guten Tag, Frau Voss. Guten Tag, Herr Derek. Derek? Ja, das ist der Herr, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ach so. Grüß Gott, Herr Derek. Guten Tag. Mein Name ist Dorp. Albert Grosser ist mein Schwager. Ich habe soeben erfahren, was passiert ist. Hast du das auch schon gehört? Ja. Ich war gerade im Begriff, zu dir zu kommen. Oh Gott, ich kann es nur gar nicht glauben. Hast du schon Einzelheiten erfahren? Er soll durch ein Fenster erschossen worden sein. Ich nehme an, Sie wollen mit mir sprechen. Ja, wenn es möglich ist, zunächst mit Ihnen allein. Geht das? Ja. Selbstverständlich. Danke. Warte hier, Helge, geh bitte nicht weg. Komm, willst du einen Kaffee oder einen Tee? Tee, bitte. Frau Schönheits. Ja, ich mach gleich einen. So, darf ich bitten, meine Herren. Ach, bitte bleiben Sie auch hier. Natürlich. Mhm. Sie sind also Herr Derek? Ja, das ist Herr Klein. Hi, bitte. Danke. Waren Sie auch dabei, Herr Klein? Nein, ich war nicht dabei. Ja, Sie waren also vormittags beim Kurkonzert und abends in der Spielbank mit Ihnen. Ja, ich hatte Ihren Schwager zufällig morgens kennengelernt. Und müssen nun seinen Tod untersuchen. Richtig, ja. Ich habe gleich eine Frage an Sie. Sind Sie Frau Voss? Ist sie von sich aus zu Ihnen gekommen? Ja. Ja, sie war mit meinem Schwager befreundet, offenbar sehr gut befreundet und wollte mir die Nachricht, die Details persönlich mitteilen. Sie fühlte sich dazu offenbar verpflichtet, was ich ihr sehr hoch anrechne. Sie hat sie nicht vorher angerufen? Nein, sie hat sich, wie gesagt, einfach in den Zug gesetzt und ist hergekommen. Hat der Schwager Angehörige? Ja, eine Schwester. Sie war meine erste Frau. Vor einem halben Jahr ist sie gestorben. Ich habe dann wieder geheiratet, was übrigens keinen Einfluss gehabt hat auf mein Verhältnis zu meinem Schwager. Er wohnt in meinem Hause. Ihr Schwager sagte mir, dass er bereits seit 6 Wochen in Wiessee sei. Ja, das kann stimmen. Es sind jetzt fast 6 Wochen, ja. Er war dort zur Kur. Ja. Ja, das heißt, zunächst zur Kur, aber dann gefiel es ihm dort so gut, dass er mich fragte, hast du was dagegen, wenn ich länger bleibe?
Ich nehme an, dass seine Bekanntschaft mit Fräulein Voss dabei eine Rolle gespielt hat. Ich sagte ihm, bitte, wenn es dir dort so gut gefällt, bleib so lange, wie du willst. Sie müssen nämlich wissen, dass er nie vorher Urlaub gemacht hat oder nur sehr selten. Also ich war direkt froh, dass er, wie soll ich sagen, dass er Spaß daran bekam, auszuspannen, nichts zu tun. Ja, ja, er sagte mir, dass er es genieße, die Beine wegzustrecken, das Gefühl, es geschafft zu haben. Was könnte er damit gemeint haben? Ich meine, das Gefühl, es geschafft zu haben, das... Ja, hat er es nicht geschafft? Es ging ihm doch sehr gut. Tja, wie gut ging es ihm denn? Ich meine, finanziell. Finanziell? Er war doch bei Ihnen angestellt. Ja. Und was verdiente er? Gott, ein ganz normales Gehalt. Er verwaltete das Lager, hochempfindliche Elektroteile, ein verantwortungsvoller Posten. Ja, aber dann muss er doch Vermögen gehabt haben. Vermögen? Nein, also das kann man nicht sagen. Er hat im Spielcasino mit dem Geld um sich geworfen, mit Chips im Werte von Tausenden. Fräulein Voss hat er Geschenke gemacht, Kleider, Schmuck. Konnte er sich das leisten? Nicht ganz einfach, wenn er keine Schulden gemacht hat. Aber vielleicht kommt das alles noch auf mich zu. Was passiert denn jetzt? Ich meine, wie wollen Sie vorgehen? Wollen Sie nach Hause jetzt? Ja, ich möchte natürlich meine Frau nach Hause bringen. Sie verstehen selbstverständlich. Gestatten Sie, dass wir mitkommen? Ihr Schwager hat doch bei Ihnen gewohnt. Ja. Hat er eine eigene Wohnung in Ihrem Haus? Nein, er hatte zwei Zimmer. Ist das interessant? Naja, wir würden Sie gerne mal sehen. Natürlich, bitte kommen Sie doch. Vorher möchte ich allerdings kurz mit Frau Voss sprechen. Ja, ja gerne. Vielleicht in meinem Konferenzzimmer. Bitte kommen Sie. Ja, ich war heute Morgen in Ihrer Schule. Ich war ganz überrascht, dass Sie so plötzlich nach München gefahren sind. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Es ging mir alles im Kopf rum, wieder und wieder. Und ich dachte mir plötzlich, du musst doch nach München. Du musst das ihnen erklären und erzählen. Und die werden ja völlig verstört sein. Hm. Sie haben mir heute Nacht gar nicht erzählt, dass Sie die Familie Dorp kennen. Gekannt habe ich sie auch nicht, aber ich habe natürlich von ihr gehört. Albert hat mir davon erzählt, von seinem Schwager und seiner Schwägerin und wo er lebt, wie er lebt und was er arbeitet. Davon haben Sie mir auch nichts gesagt. Oh, sie haben mich nicht danach gefragt. Oh doch, ich habe ganz deutlich danach gefragt. Ich habe gefragt, wie gut Sie ihn kennen. Ich habe nach seinen Verhältnissen gefragt. Beruflich, familiär. Oh. Habe ich das wohl falsch verstanden? Entschuldigen Sie. Habe ich damit einen Fehler gemacht? Ah, nein, vergessen Sie es. Wollen Sie gleich wieder nach Wiessee zurück? Nein, Herr Dorp bat mich noch in München zu bleiben. Er hat mein Hotelzimmer bestellt. Er möchte mich seiner Familie vorstellen. Wie lange wollen Sie oder sollen Sie in München bleiben? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, das wird sich ergeben. In Ordnung dann. Bitte. Tut mir leid, wenn ich hier den Stumm markiert habe, aber was soll ich mitreden? Ich meine, die Einzelheiten kennst ja nur du. Ja, was den Vorteil hat, dass du ganz unvoreingenommen bist. Komm. Welchen Eindruck hast du? Von wem? Von der Kleinen? Nein. Von allen Beteiligten. Ja, welchen Eindruck? Eigentlich gar keinen. Nur nette Leute. So. Hier sind seine Zimmer. Sie wollen sich also umsehen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich kenne mich einigermaßen aus. Also wenn Sie mir sagen, was Sie suchen. Danke, wir machen das schon. So, hier sind seine Schriftzeichen. Das sind seine Briefe. Seine Fotos. Was haben wir hier? Ah ja. Sein Tagebuch. Interessant für Sie? Ja, möglich, wir werden sehen. Entschuldigung, bitte. Fertig mit der Durchsuchung? Hat sich irgendwas ergeben? Noch nicht. Wir wollten ganz gerne diese Sachen hier mitnehmen. Hier ist die Aufstellung. Ach, auch seine Bankauszüge. Ja, auch die. Verstehe. Schon gut, in Ordnung. Ah ja, das ist mein Bruder Alfred. Danke. Er hat es gerade aus Erfahrung. Wohnen Sie auch hier im Hause? Ja, es ist groß genug. Wir sind gerne in Familie. Wir hängen alle aneinander. Das hört man sehr selten. Wiedersehen.
Wiedersehen. Nichts, absolut nichts. Außer, dass wir es bei Albert Grosse mit einem netten Menschen zu tun haben. Aus allem, was ich hier lese, geht eigentlich nur eins hervor, dass es sich um keinen aggressiven Menschen handelt, ganz im Gegenteil. Nett, unauffällig, eher schwach als stark, kein Karrieretyp, eher weich. Hast du die Fotos gesehen? Ja, habe ich. Ein Typ, der eigentlich keine Feinde hat. Man wäre ein Grund, einen solchen Mann zu erschießen. Auf eine so radikale, verzweifelte Art. Der Ausdruck ist gut. Was ist gut? Du sagst auf eine so radikale, verzweifelte Art. Das ist es. Ist richtig. Du sag mal, geh mal was essen? Nee, geh allein. Ich hab noch keinen Hunger. Okay. Ich bringe dir dann was mit. Miesbach hat noch ein paar Sachen geschickt, die sich im Zimmer des Toten befanden. Komm. Bravo. Großartig. Bist du nicht großartig? Ja, sehr gut. Ich hoffe, wir stören nicht allzu sehr. Nein, nein, keinesfalls. Wollen Sie reinkommen? Ja, sehr gern. Guten Tag, Fräulein Voss. Guten Tag. Na, Sie sind ja gestern doch noch nach Rottach gefahren. Ne? Haben wohl noch ein paar Sachen geholt? Ja. Ja. In welchem Hotel wohnen Sie denn hier? Oh, ich wohne bei uns. Ich habe meinem Mann gesagt, das sind wir Albert schuldig. Warum soll er im Hotel wohnen? Außerdem ist sie mir sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Ich habe es ihr noch gar nicht gesagt, aber jetzt weiß ich es. Danke. Nach allem, was ich erfahren habe, hat Albert Gabriele sehr gemocht. Sagen wir es ganz offen. Er hat dich geliebt. Grund genug für mich, sie in die Familie aufzunehmen. Das sind Überweisungen, die ich vorgenommen habe. Woher haben Sie sie? Die waren bei seinen Sachen. Die Kollegen von Miesbach haben sie uns überlassen. Ah, ja. Sie haben Ihrem Schwager einige Tausende überwiesen, und zwar in Abständen von wenigen Tagen, nicht? Na ja, Sie haben ja sehr... Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Bitte sehr. Sie haben ihn ja selbst in der Spielbank gesehen. Ja, das ist richtig. Tja, und dann die Geschenke, die er Fräulein Voss gemacht hat. Das verstehe ich viel eher. Ich meine, Geschenke an eine Frau, der man Gefühle entgegenbringt, nichts dagegen. Tja, mein lieber Schwager hat in Wiese eine Menge Geld gelassen. Zum Beispiel für einen Brillantring, den er ihr geschenkt hat. Zum Beispiel. Ja, es wird uns interessieren, was der gekostet hat. Ja, der Ring hat 20.000 gekostet. Albert hat mir die Expertise mitgeschickt. Also ich glaube schon, dass der Ring, soweit ich das beurteilen kann, seinen Preis wert war. Den Sie anstandslos bezahlt haben? Nein, nicht sofort. Ich habe zuerst mit ihm telefoniert und ihn gefragt, ob das denn nun unbedingt notwendig sei. Er sagte, es sei ein Verlobungsring. Ach was. Also mir hat er von Voss nicht als seine Verlobte vorgestellt. Also ich glaube, ich muss jetzt etwas erklären, was das Verhältnis zu meinem Schwager betrifft. Haben Sie. Oh ja, sehr gern. Vielen Dank. Bitte sehr. Ja, also Albert hat sehr an seiner Schwester gehangen. Ihr Tod. Sie starb an Herzversagen. Hat ihn sehr... den sehr mitgenommen, ihn verändert. Fast möchte ich sagen, so etwas wie aus der Bahn geworfen. Sie verstehen, was ich meine. Ich war sehr froh, dass er jemanden gefunden hatte. Noch dazu ein so junges, ein so nettes Mädchen. Wissen Sie, ich habe ihm das Geld geschickt und mir gedacht, wenn es ihm hilft, wenn er einen Menschen gefunden hat, der zu ihm passt, dann ist das Geld sehr gut angelegt. Ja, bitte? Ach, Sie sind es. Ich möchte mich nach Fräulein Voss erkundigen. Sie hat sich Urlaub genommen? Urlaub genommen? Nein. Sie hat die Ausbildung aufgegeben. Sie geht endgültig weg. Wie? Ja, das meine ich. Sie holt gerade ihre Sachen ab. Einen Augenblick. Wer war der Mann? Und wer hat sie abgeholt? Stell's fest. Auch warum sie nicht mehr in die Schule zurück will. Man will sie nicht weglassen im Hause, Dorp. Habe ich recht?
Ja, sie sind ungeheuer freundlich zu mir und ich fühle mich einfach wohl dort. Leben eigentlich Ihre Eltern noch? Nein, die sind vor einigen Jahren gestorben. Familienleben. Verstehen Sie, wirklich ganz normales, echtes Familienleben, das habe ich nie kennengelernt. Und lernen Sie das jetzt kennen? Ja, ich glaube schon. Mich wundert etwas, Fräulein Voss. Was? Sie fragen nicht, was es Neues gibt. Oh, mein Gott, was soll es Neues geben? Ja, zum Beispiel, wer der Mörder von Albert Grosser ist. Ja, sie brachte kein Wort heraus, sie sah mich nur an. War es Kaltblütigkeit? Na, ich würde eher sagen, so etwas Ähnliches wie Nicht-Betroffenheit. Aber ich meine, das ist ja heutzutage nichts Besonderes. Nicht-Betroffenheit. Grosser zum Beispiel, was hat er noch zu dir gesagt? Mord wird fast alltäglich, kommt einem fast vor wie was Normales. Na bitte. Sag mal, gib mir mal das Tagebuch. Mir ist aufgefallen, er hat wirklich sehr an seiner Schwester gehangen. Ihr Tod hat ihn, wie sagte Dorf, total verändert. Aus der Bahn geworfen. Richtig, aus der Bahn geworfen. Na, da wollen wir mal sehen. Moment. Hier irgendwo der... Hier ist es ja, hier beschreibt es. Sie starb um 11 Uhr abends. Ich sah, wie Martin die Treppe herunterkam. Er sagte, sie ist tot. Es war plötzlich ganz still im Haus. Ihre Stimme war nicht mehr zu hören. Die schreckliche Stimme hatte aufgehört. Ja, Ende des Tagebuchs. Aber was bedeuten diese Punkte? Ich weiß nicht. Du sag mal, in dem Fotoalbum, ist da nicht ein Bild seiner Schwester? Ja. Seine jetzige Frau ist jünger. Bedeutend jünger. Und schöner. Warte mal. Hier. An irgendeiner Stelle da wird der Arzt seiner Schwester erwähnt. Ja, Frau Dorp war meine Patientin. Eine bedauernswerte Frau. Sie hat die letzten Jahre fast nur im Krankenbett verbracht. Mehrere Operationen, Magen, dann Galle, schließlich das Herz. Ein wahrer Leidensweg. Ja, es gibt Menschen, die in entsetzlicher Weise geprüft werden. Alle Auflehnung ist da zwecklos. Sie sagen Auflehnung? Nun, Frau Dopp war eine sonst vitale Frau, die sich gegen ihr Schicksal sträubte. Doktor, Ihr Bruder schreibt in seinem Tagebuch, dass sie, ich zitiere, eine schreckliche Stimme gehabt habe. Ja, sie tyrannisierte die ganze Familie damit. Eine durchdringende Stimme, die durch das ganze Haus hallte. Was ist denn mit euch? Warum höre ich denn nichts? Gehen Sie um Gottes Willen rauf und bringen Sie sie zum Schweigen. Aber so ist das nun mal mit den Kranken. Entweder sind sie sanft, gütig, weise oder böse. Und dann sind sie eine Qual für ihre Umgebung. Die Todesursache, Herzversagen, ist eindeutig? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Worauf wollen Sie hinaus? Sie haben doch den Totenschein ausgeschrieben. Ja, Herzversagen. Nach Lage der Dinge, eindeutig. Soll ich dir mal sagen, was ich denke? Ich lerne dein Wiese einen Mann kennen. Lagerverwalter in der Firma seines Schwagers, also keine dolle Position. Aber der Mann wirft mit dem Geld um sich, spielt im Casino, macht seiner Freundin teure Geschenke, die sein Schwager dann ohne zu murren bezahlt. Die Frage ist, warum tut er das? Warum war Albert Grosser so sicher, dass sein Schwager bezahlt? Na, sag's. Er hat seinen Schwager in der Hand. Liegt auf einmal ganz nah, nicht wahr? Aber wie wollen wir das beweisen? Er ist tot. Wir werden es beweisen. Wir brauchen nur ein paar Tage Zeit. Wir möchten Herrn Dorf sprechen, Mr. Zauber. Ach, die Herren von der Polizei. Guten Tag, dürfen wir reinkommen? Ja, selbstverständlich. Bitte kommen Sie rein. Wir haben Besuch bekommen. Ich wollte Sie schon anrufen, nachdem wir tagelang nichts von Ihnen gehört haben. Guten Tag. Guten Tag. Ja, nun platzen wir hier rein in ein gemütliches Beisammensein. Das lässt sich allerdings nicht leugnen. Wollen Sie nicht eine Tasse Tee mit uns trinken? Frau Kagel, bringen Sie doch... Dank.
Machen Sie sich keine Umstände. Aber ich bitte Sie, das sind doch keine Umstände. Frau Karl, ich darf zwei... Wir verzichten. Darf ich fragen? Wir haben noch ein paar Vernehmungen durchzuführen. Stellen Sie uns Ihr Arbeitszimmer zur Verfügung. Ja, natürlich. Bitte. Wen wollen Sie denn vernehmen? Fräulein Voss, bitte. Fräulein Voss, ich habe versucht, mir darüber klarzulegen, welche Gründe Sie veranlasst haben könnten, uns nicht alles zu sagen. Aber nein, ich... Moment, nicht. Sie haben uns nicht alles gesagt. Das muss gar nicht erst bewiesen werden. Wir wissen, warum Sie hier aufgenommen worden sind. Und warum Sie nun hier leben, wie im Schoße einer Familie. Was das, was Sie vermissten? Nein. War das ein Grund, oder war es eine Versuchung, der Sie erlegen sind? Hat Ihnen Herr Grosser vor seinem Tod irgendetwas anvertraut, was Sie uns nicht sagen wollten oder konnten? Nein. Naja, wir wollten fair sein, wir wollten Ihnen eine Chance geben. Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen. Ja. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist gestern Morgen die Exhumierung Ihrer ersten Frau vorgenommen worden. Der Leichnam wurde untersucht. Ihre Frau starb nicht an Herzversagen, sondern an Zyankali. Ihr Bruder hat den Tod seiner Schwester in seinem Tagebuch beschrieben. Sie starb um 11 Uhr abends. Ich sah, wie Martin die Treppe herunterkam. Er sagte, sie ist tot. Und vorher steht, wir waren alle zusammen, Martin, Alfred, Frau Karges. Wir warteten. Worauf, Herr Dorp? Worauf warteten alle? Dass er herunterkommen würde und sagen, sie ist tot. Sie sind ja verrückt! Exhumierung? Ich habe dazu meine Einwilligung nicht gegeben. Sie war nicht nötig. Zyankali. Wer sagt das? Wo steht es geschrieben? Hier ist der Bericht. Sie fragen mich gar nicht, warum es so weit gekommen ist. Ich weiß es. Aber sagen Sie es mir. Ich konnte es nicht mehr ertragen, wie sie uns alle gequält hat. Gequält mit ihrem Hass. Ihrem abgrundtiefen Hass auf alles, was nicht krank war wie sie. Was ist das? Der Haftbefehl gegen Sie, wegen Verdacht des Mordes, begangen an Ihrer ersten Frau und an Ihrem Schwager. Sie haben Ihren Schwager erschossen, weil Sie seiner Verschwiegenheit nicht mehr sicher waren, weil er Sie mit immer neuen Geldforderungen erpresst hat. Sie bekamen Angst. Und Sie? Sie wurden durch Albert Grosser zur Mitwisserin. Darum kamen Sie kurz nach seinem Tod hierher zu Herrn Dorp, erzählten ihm alles, was er wusste, und wurden zum Schein in die Familie aufgenommen. Fräulein Voss wäre mit Sicherheit Ihr drittes Opfer geworden.